Und schon ist es eine Trilogie. Also, ursprünglich hatte ich ein Video zum Thema gemacht, Endgeschwindigkeit beim waagrechten Wurf. Und hier rechts steht auch die Formel, die dabei rauskommt. Und unter diesem Video war ein Kommentar und dort wäre doch mal ganz nett zu sehen, wie das gezeichnet aussieht, also sprich der Graph dazu. Klammer auf, habe ich gemacht in Teil 2. Und da wiederum war ein Kommentar, fand ich ganz interessant. Da wurde etwas erzählt von Sättigung, also dass sozusagen die Beschleunigung in die Sättigung geht. Habe ich mir gedacht, jupp, ist interessant. Sieht man allerdings nicht in dem Teil 2, also sprich in dem Graphen. Da habe ich hier einfach nur diese Formel gezeichnet. Und zwar habe ich H gegen die Endgeschwindigkeit aufgetragen. So, jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht, das in eine Form zu bringen, dass man hier auch ein bisschen, sagen wir mal, mehr mit anfangen kann. Und zwar ist hier immer noch die Endgeschwindigkeit aufgetragen. Aber hier ist jetzt die Zeit aufgetragen. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, die Steigung ist ja nichts anderes als die Beschleunigung. So, und hier habe ich jetzt den Sonderfall. Das heißt, hier kann ich Vx ändern, also hier bei VR ist nach wie vor meine Formel hier zur Rechten hinterlegt und bei T habe ich diese Formel hier hinterlegt, nur entsprechend halt nach T umgestellt. Das heißt, H ist nach wie vor vorgegeben, wird hier in T umgerechnet und das T ist hier unten aufgetragen. Und hier ist entsprechend H eingesetzt. Und VR ist hier auf der Y-Achse aufgetragen. So, erste Erkenntnis, wenn man sich die Wertetabelle anguckt. Vorletzter Wert ist genau eine Sekunde. Das heißt, gut, ich habe mit 9,81 gerechnet. Das heißt, ungefähr nach, großzügig gesagt, 5 Sekunden. Quatsch, 5 Meter. Wichtig, Einheit ist wichtig, 5 Meter. Habe ich sozusagen ist eine Sekunde vergangen beim freien Fall. Jetzt könnte man natürlich mal spaßhalber gucken, 3-Meter-Brett. Wie lang brauche ich, um vom 3-Meter-Brett runterzukommen? 0,78 Sekunden. Um das 1-Meter-Brett 0,45 Sekunden. So, und wenn man sich diese Werte anguckt, wie gesagt, ich habe ja Vx 0, das heißt, wir gucken uns gerade den freien Fall an. Und wenn ich mir das jetzt hier angucke, meine Datenpunkte, dann stellt man fest, dass die Abstände immer kleiner werden. Das gibt's auch, ich glaube, Fallschnur oder wie sich das Ding nennt. Wenn man das fallen lässt, dann hört man sozusagen immer gleiche, ja, praktisch einen gleichen Takt. Und zwar fängt man allerdings mit den geringen Abständen an und die Abstände werden dann immer größer bei der Fallschnur. Also, woran liegt das? Naja, relativ einfach, weil ich rechne das ja mit dieser Formel hier aus und diese Formel. Da ist das Ganze ja quadratisch drin. Das heißt, dadurch habe ich halt diese unterschiedlichen Abstände hier drin. Naja, wie auch immer, ich habe jetzt praktisch den freien Fall und jetzt gucken wir uns mal an, wenn wir jetzt einen waagrechten Wurf draus machen. Und in Teil 2 hat man ja gesehen, interessant wird's, wenn bei dieser Formel hier das V x Quadrat und das 2gh sozusagen die gleiche Größenordnung sind. 2gh, das war im Prinzip, hatten wir ja, meine Wertetabelle geht bis 10, Quatsch, bis 5. Das heißt,
2 mal 5 wäre 10. Nochmal. 2 mal 10 wäre 20 mal 5 ist 100. Jetzt stütze. Also 100. Und wenn Vx 10 wäre, 10 mal 10 ist auch 100. So, das ist im Hintergrund. So, jetzt gucken wir mal. Also, machen wir den einfachsten Fall. 1. Und das heißt, ich habe jetzt eine Anfangsgeschwindigkeit. Und man sieht tatsächlich hier, das Ding hat hier unten einen Knick bekommen, um es mal so grob auszudrücken. Wo kommt der Knick her? Naja, eigentlich ganz einfach durch die Anfangsgeschwindigkeit. Das Ding hat schon eine gewisse Anfangsgeschwindigkeit, wird aber beschleunigt. Und wenn ich jetzt hier weitermache, sagen wir mal, ich probiere mal die 2 aus. 3. Und man merkt, der Knick hier, wobei es ist, jetzt ist es eher eine Rundung, der wird immer größer. Und jetzt sieht man eigentlich ziemlich gut, und jetzt sind wir bei 10. Und jetzt sieht man ziemlich gut, wie das hier, ja, und hier habe ich das, was man als Sättigung bezeichnen könnte. Und das heißt, man sieht hier ziemlich gut, dass sich das Ganze der 9,81, also der Beschleunigung, annähert. Und am Anfang natürlich, ja. VR setzt sich ja zusammen aus einem Teil, der, sagen wir, hier Vx Quadrat, das ist ja vorgegeben. Und dadurch hat das halt schon hier diese Anfangsgeschwindigkeit und der Teil 2gh kommt ja dazu. Und das, was dazu kommt, ist am Anfang erstmal verschwindend gering. Und daher dieser Verlauf dieses Graphen. Und erst wenn das sozusagen so ungefähr, ganz grob gesagt, die gleiche Größenordnung hat, in meinem Fall halt 10, weil h bei mir bis 5 geht, dann habe ich praktisch hier diesen Fall, dass ja, das Ganze sich sozusagen der 9,81 hier annähert, dass sozusagen hier das hier vorne eigentlich keine Rolle mehr spielt. So, jetzt machen wir noch zum guter Letzt. Übertreiben wir es mal, machen hier mal die 100 rein und gucken uns dann an, was dabei rauskommt. Das war jetzt allerdings ein großer Sprung. Machen wir 20, 30. Und man sieht, wie sich das immer mehr, ja, man sieht es eigentlich immer wieder sehr schön, aber man muss natürlich auch mal hier genau gucken, ne? Hier ist 100,05 bei VR und hier ist 100,5. Das heißt, wir bewegen uns hier schon auf einem, sagen wir mal, sehr kleinen Bereich. Wenn ich hier die 10 mir angucke, hier habe ich, was weiß ich, ja, 10. Und hier habe ich, sagen wir mal ganz grob, 14. Beziehungsweise, ich kann ja gucken, was rauskommt. Ja, 14 habe ich gar nicht so schlecht abgelesen. Das ist natürlich ein wesentlich größerer Bereich, aber trotzdem, die Form ist die gleiche. Also ist auch mal wieder ganz interessant.
einfach mal zeichnen lassen und ein bisschen mit rumspielen. Und hier, wenn ich natürlich hier die 0 habe, dann habe ich hier von 0 bis 10 natürlich den größten Bereich. Das heißt, ja, das muss man auch beachten, wenn man sich das Diagramm anguckt. Ja, eigentlich ganz spannende Geschichte, sich das Ganze mal aufzeichnen zu lassen. Aber immer halt Vorsicht bei der Interpretation. Man muss halt immer genau gucken, was steht eigentlich auf der Y-Achse und was steht auf der X-Achse. Weil das bestimmt natürlich auch, was das hier für eine Bedeutung hat. Und in diesem Fall, wie ich ja schon gesagt habe, einmal die Beschleunigung, also die Steigung ist die Beschleunigung. Aber was auch gilt, ist, dass die Fläche hier unten drunter der zurückgelegte Weg ist. Das heißt, in dem Spezialfall jetzt, freier Fall, hier habe ich ja die Formel für den freien Fall. Und wenn ich mir das jetzt hier angucke, beschreibt diese Formel ja nichts anderes als ein Dreieck. Das ist im Prinzip ja, sieht man jetzt noch nicht. Und zwar, wenn ich mir das hier angucke, ist das t hier unten. Hier oben habe ich die Geschwindigkeit. Und das heißt, ich würde sagen, ein halb mal v mal t. Grundseite mal Höhe, davon die Hälfte. So, v ist aber wiederum a mal t. Und wenn ich das einsetze, habe ich genau diese Formel hier. Ein halb gt Quadrat oder ein halb a t Quadrat. Das heißt, das gehört auch zusammen. Und ja, wie gesagt, Diagramm, je nachdem, was hier dran steht, Steigung oder Fläche, haben auch eine Bedeutung. Gut. Soweit, so gut. Mal gucken, was noch an interessanten Kommentaren kommt. Aber nee, ist schon ganz spannende Geschichte. Kann man schon so machen. Okay, soweit, so gut.